Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, da liegt unser letztes absolut dummes Pferd. Beeil dich! Mann! Als sich unser dummes Pferd entschlossen hat, da ins Feuer zu reiten, ist es instant tot gewesen. Und wir haben noch einige Zeit damit verbracht, hier ein neues zu bekommen. Aus der Wildnis. Abwarten. Toll, jetzt ist er wieder zu aufgeregt, oder wie? Auch wenn es ein englisches Vollblut ist. Hold there, boy. Two moments. Zumindest habe ich einen Trapper gefunden. Ich denke mal, das ist das einzig Positive, was man von hier gerade mitnehmen kann. Hey! Achso, Blödsinn. Passt schon. Warum ist das Fell da hinten drauf? Ist das mit dem Sattel gleich mitkommen oder was? Oh mein Gott, ist das langsam. Lassen wir die Wüste mal doch wieder hinter uns. Ah ja, vergiftet sind wir auch noch. Hey, Partner! Dann lass das Gift auch weg. Die Frage ist jetzt nämlich, nachdem wir den legendären Bison erwischt haben, ob der jetzt beim Trapper ist oder nicht. Aber wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal. Er ist immer noch durchgestrichen, also ist er wohl erledigt. Geld kriegen wollte dann keins dafür. Aber das ist nicht unbedingt das Problem. Sind, wäre es dann nicht schlauer, auch gleich den anderen zu erwischen? So die Frage, wo ist das? Zu diesem Gabelbock. Dummen Viecher. Hallo? Habe keine Karotten mehr. Okay. Dann kann ich auch nichts tun. Let's go, boy. So. Mann, komm, bleib stehen. Nein, die hier. Da ist ein Wasserloch. Sehe ich hier persönlich nicht, aber bitte. Nicht ganz akkurat die Karte. Achso, doch, hier ist nämlich das Wasser, glaube ich. Das heißt, wir müssen irgendwo hier hin. Mhm, so sieht es wohl aus. Das heißt, wir müssen den Weg wieder zurück.
Und es gibt hier wohl wieder eine neue Bande, die für Unruhe sorgt. Weiter im Norden sind es die Skinners. Hier sind es die... Wie heißt das? Lee... Nee, Bell. Nee, wir waren nie unter Kirsten. Ich weiß schon immer. Ich hab's schon wieder vergessen. Aber offen Mexikaner, die hier Probleme machen. Das sind, glaube ich, nicht die Mexikaner, die wir schon mal hatten, wie wir mit Sadie auf der Jagd waren. Die haben da die Stadt einmal. Das sind sie schon wieder. Haben wir sie ja. Del Lobo heißen die, genau. Und die machen uns hier richtig zu schaffen. Also von denen werden wir hier regelmäßig angegriffen. Die haben ein bisschen was gegen uns. Da vorne ist die Stadt Amarillo, da haben sie. Die haben sie auch zu einem guten Teil in Schutt und Asche gelegt. Und wir haben den Sheriff dort gerettet. Nicht Feuerpfeile oder Dynamit schon gar nicht. Ich sehe ihn leider nicht. Doch, jetzt sehe ich ihn. Komm schon. Dann machen wir es halt anders. Bin ja da nicht so. Zu. Da ist auch zu.
kann reinkommen. Naja. Da suchst du dir den Falschen aus, Kollege. Komm, setz deinen Hut wieder auf. Goldnugget. Diese Viecher hier sind echte Ärgsten. Ich habe echt die Schnauze voll von denen. Ich habe die Schnauze von denen gestrichen voll. Absolut. Wenn du das auch machst, dann bist du der Nächste. Sage der Kerl, gell? Einfach durchs Pferd durchgehen. Und nächstes verlieren wir jetzt mal keine Ehre, wenn wir das machen. Wie sonst. Nein. Jetzt haben wir wieder diesen Hut. Na schön. Dann haben wir halt den Hut wieder. Mir soll es recht sein. Geduld mit diesen Mistviechern ist erschöpft. Endgültig. Ah. Mal wieder eine neue Pflanze. Gut fürs Dead Eye. Präriemon. So, genau, hier ist das Wasser. Was ist hier unten? Warum ist da schon was markiert? Oben oder unten? Das ist oben. Das ist das hier ganz oben. Wenn wir so nicht hinkommen. Mann! Jetzt ich die Zeit. Okay, aber ich hab überhaupt kein Gefühl mehr für die Zeit gerade. Warum wird das hier nicht der Straße angezeigt? Und wo ist hier der Gabelbock zu finden? Kann nicht. Naja, es muss eher da oben sein, glaube ich. Oder vielleicht doch da oben, wer weiß. Okay, hier sind auf jeden Fall solche Viecher. Was hier für ein Symbol sein soll. Ah ja! Ho, 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 ho. Hier.
Muskatkraut, okay. Karotten. Weiße Karotten. Diese Richtung. Jetzt muss man halt noch Hinweise finden. Fetter Sandsturm hier. Hey boy. In dem Gebiet, aber... Ah, da, da, da haben wir irgendwas. Jetzt gehört er uns. Okay. Where? Not near here. Ah, hier haben wir noch etwas. Thymian. Nein, nicht ausruhen. Oh. Komm. Gabelbock. Was? Gabelbock-Losung? Ist die gestanden oder was? Was soll denn das heißen? Das ist ein Pferd. Da ist er. Ruhig. Ist stehen bleiben. Ich glaube nicht, dass ich ihn, dass er tot ist. Was? Was? Da lang. Da hinten ist er. Beeil dich, steig auf. Da ist die Spur. Na, oh. Was kann er wieder mitnehmen oder was? Horn eines legendären Gabelbocks und Fell. Und ich denke mal, den können wir vielleicht sogar wirklich mitnehmen. Tatsächlich. Also abwechselnd wieder ein kleineres Tier. So, jetzt haben wir den langen Weg zum Trapper. Not bad, eh, boy? Und der Part ist dann eh auch zu Ende. Das heißt, Trapper ist irgendwo hier. Okay, das... Schauen wir mal. Das werden wir in dem Part sowieso nicht mehr schaffen. Sind das dumme Leute? Sind das nicht dumme Leute?
Hey Kumpel. Ja, 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 ja. Idiot. Hey, I ain't causing you no harm. If I start shooting, it's over for you. Dann bist du der Erste, der tot ist. So, jetzt müssen wir noch irgendwie schauen, dass wir hier runterkommen. Oh mein Gott, ist das die Festung, die wir erobern können? Sieht ein bisschen so aus. Ist die hier sichtbar noch nicht? Na, wir raten mal dran vorbei. Oh. Der hat das. Mann! Manchmal frage ich mich, schieße ich hier mit Platzpatronen? Hier geblieben. Hier geblieben. Ah, Gilatier, die brauchen wir ja. Die brauchen wir. Okay, hier kriegen wir die. Alles klar. Jetzt weiß ich, was das ist, ein Salamander. Oder sowas. Oder so eine Echse halt. What the heck? Alter, wer bist denn du? Ein kleiner Typ auf einem kleinen Esel. Ja, du dummes Pferd, geh aus diesem Baum raus. Hey, Partner. Okay, das ist ein normal groß, der Typ, aber das Pferd ist halt klar. Also, das Pferd ist ein Esel. You're real lucky. John, das Horse ist ein Esel. Gut, machen wir unseren Weg, da geht's tief hinunter. Mann, ich muss so ziemlich viele Umwege reiten, was so bergig ist. Wow, wir haben da geschossen. Gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!